Arnold, als sonst begrüßen wir Sie dieses Jahr nicht von der Spielwarenmesse in Nürnberg, sondern möchten Ihnen unsere Neuheiten in einem anderen Rahmen präsentieren. Gleich wird allerdings die Fülle an Modellen, die auch 2021 wieder auf Sie zurollen wird. Den Anfang macht die Top-Neuheit von 2021 das Modell der Dampflok BR95. Diese Dampflokgattung war die stärkste je von der Deutschen Reichsbahngesellschaft beschaffte Tenderlok. Ihren Spitznamen Bergkönigin bekam sie aufgrund der vorwiegenden Verwendung auf steigungsreichen Bahnstrecken. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangten 14 Loks zur Deutschen Bundesbahn, die anderen 31 Lokomotiven der Baureihe kamen zur Deutschen Reichsbahn. Zwischen 1966 und 1972 wurden 24 Maschinen auf Ölhauptfeuerung umgebaut, zudem erhielten 10 Loks einen Neubaukessel ohne Speisedom. Zu den Highlights dieser Dampfloks, die erstmals als Großserienmodell mit Neubaukessel erhältlich sein wird, zählen die freistehenden Kesselleitungen, filigrane Nachbildungen der Riefelbleche und die Halter der Zugschlusslaternen. Ein Eyecatcher ist sicherlich auch die Triebwerksbeleuchtung oder das freistehende dritte Spitzenlicht an der Tenderrückwand. Erwähnenswert ist auch der aufwendig nachgebildete Führerstand, der in den Digitalversionen beleuchtbar ist. In den Digitalversionen rollt das Modell mit dynamischem Dampf auf die H0-Gleise. Mit Hilfe eines Mikromotors werden synchron zum Sound Rauchausstöße aus dem Schornstein abgegeben. Bei der Spurkranzhöhe haben wir wieder eine optimale Kombination aus Betriebssicherheit und vorbildgerechtem Aussehen gewählt, sodass die Lok nicht nur gut aussieht, sondern auch gut fährt. Dieses Schmuckstück ist ein wahres Highlight. Aber auch im E-Lok-Segment nimmt sich Rocco dieses Jahr einer besonderen Maschine an. Die E-Lok BR230, auch Knödelpresse genannt, wird Ende dieses Jahres auf der Nullschienen rollen. In den 1980er Jahren entschlossen sich die Deutsche Reichsbahn und die tschechoslowakische Staatsbahn, zwei Systemloks zu beschaffen, um die Betriebsabläufe im grenzüberschreitenden Verkehr auf der Strecke Berlin-Dresden-Prag zu vereinfachen. Die technischen Besonderheiten und ihr markantes Aussehen sorgten dafür, dass sich unter den Eisenbahnern schnell Spitznamen für die Loks fanden. Liebevoll werden sie Knödelpresse genannt. Im Nachbarland nennt man sie Bastard. Die 160 km/h schnelle Reihe 371 Turbo Bastard. Besonderes Augenmerk wurde bei diesem Modell auf die Gestaltung der Dachpartie gelegt. Vollständig neu entwickelte Stromabnehmer mit einer innovativen Befestigung, die so gut wie unsichtbar ist. Freier Blick durch die Lüfterlamellen an den Dachschrägen sind nur einige Merkmale. Die Digitalversionen sind ab Werk mit Führerstands- und Bedienungspultbeleuchtung sowie einer Maschinenraumbeleuchtung ausgestattet. Zudem werden diese Versionen mit dem neu entwickelten Dynamic Sound Paket mit zwei Lautsprechern geliefert. Als passenden Schnellzug haben wir den D374 Windobrunner dazu im Programm. Nicht nur die Neukonstruktionen im Lokomotivbereich können sich sehen lassen. Natürlich bringt Rocco auch im Wagensegment 2021 einige Neuheiten auf den Markt. Der Megatrailer-Taschenwagen T3000E, eine Weiterentwicklung des Typs T2000, ist in den vergangenen 10 Jahren zum gefragtesten Wagen für den Transport von Sattelanhängern und Wechselbehältern im kombinierten Verkehr geworden. Damit das Modell allen Anforderungen eines intensiven Anlagenbetriebs gewachsen ist, wurde der Rahmen aus Zinkdruckguss gefertigt. Das dadurch erreichte höhere Gewicht verleiht dem Wagen hervorragende Fahreigenschaften. Zur Verladung von Containern unterschiedlicher Größen sind an den Außenseiten der Längsträger bewegliche Klappriegel montiert. Besonders hervorzuheben ist die Umsetzung des Drehgelenks in Wagenmitte. Bei einigen Varianten ist es mit einem fein durchbrochenen Gitter abgedeckt. Ein sehr schönes Detail sind auch die Rangierergriffe, die sowohl in stehender als auch umgeklappter Position montierbar sind. Der Stützbock ist in Längsrichtung verschiebbar und ermöglicht so das Verladen von Sattelaufliegern in richtiger Position. Das Modell dieses Kesselwagentyps wird mit fein durchbrochener Rangiererbühne und Laufgittern am Kesselscheitel ausgeführt. Die Aufstiegsleiter ist besonders filigran und wird separat angesetzt. Ebenfalls die Rangierertritte und die Griffstangen. Je nach Einsteller wird die Anschriftentafel in großer oder kleiner Ausführung umgesetzt. Das Fahrgestell ist ebenso sehr fein detailliert und weist alle Armaturen und Leitungen des Vorbildes auf. Unser Modell eignet sich hervorragend zur Bildung der überall anzutreffenden Kesselwagen-Ganzzüge. Neben den Lok- und Wagen-Highlights widmet sich Rocco auch wieder einem besonderen Thema Bahnbau. Rund um dieses Thema erscheinen im Laufe des Jahres Nachfolgeversionen des Erfolgsmodells des EDK 750, der ÖB und DB. 2021 dürfen sich Fans der Deutschen Reichsbahn sowie der tschechoslowakischen Staatsbahnen über ein Modell des Eisenbahnträgerns freuen.
Ziemlich früh schon entstanden für den eisenbahninternen Dienst Kranwagen aller Größen und Ausführungen. Das Roko-Vorbild, der vom Maschinenbau Kirov in Leipzig gebaute Eisenbahnträgern EDK 750, kann entsprechend abgestützt Lasten bis 125 Tonnen heben. Der waagerecht gestellte Ausleger ist für das Arbeiten unterhalb der Fahrleitungsanlage und den Tunnels geeignet. Bei der Überführung zum Einsatzort darf der Kran mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h befördert werden. Es handelt sich um ein voll funktionsfähiges Modell eines sechsachsigen Eisenbahndrehkranes mit beweglichem Teleskopausleger. Der Kran kann selbstständig fahren oder nach von Hand entriegelter Getriebekupplung im Zugverband mitlaufen. Der Oberwagen ist ohne Anschlag um 360 Grad drehbar. Alle Dreh- und Hebebewegungen lassen sich mit Soft-Start und Stopp steuern. Damit lassen sich spielerisch Brücken einheben oder Weichen oder Gleisjoche verlegen. Der Teleskopausleger kann in jeder Arbeitsstellung auch mit Last am Kranhaken gewippt und teleskopiert werden. Bei den Modellen für die DR und GSD haben wir natürlich die Unterschiede gegenüber den bisher erschienenen Modellen berücksichtigt. So haben diese Modelle andere Lampen an den Auslegern, geänderte Aufstiege und Geländer zur Kranführerkabine. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den Roko-Neuheiten und hoffen, auch 2021 wieder viele Modellwünsche erfüllen zu können.